Hallo ihr da draußen und wieder mal willkommen zum bisschen Kosmotier. Wir schauen natürlich, dass wir heute mal unser zweites, also unser Hauptschiff ein bisschen zum Laufen kriegen, weil irgendwie das eiert hier noch immer so ein bisschen in der Gegend rum. Boah, ich brauche echt unbedingt Antriebe an den Seiten. Aber erstmal hier die zwei Gegner zu... Moment, Moment. Wir erweitern hier erst einmal. Einfach nur an den Seiten hätte ich nämlich gerne ein bisschen Thrusters, weil ansonsten seht ihr gerade, wie dieses Schiff hier sich nach links und nach rechts bewegt. Das ist ein Horror. Es ist wirklich Horror, das anzusehen. Vielleicht wirklich einfach hier? Wäre das okay? Dann bin ich so ein kleines agiles Viereck. Hoffentlich agiles Viereck. So, dann hier hin. Nee, Moment. Die drehen wir nochmal kurz um. Die machen wir nach unten. Dann haben wir nämlich drei nach unten. Ich glaube, ich bin dann zu schnell. Dann bauen wir halt die weg und bauen die an der Seite. Dann ist es wenigstens wieder parallel. Und ich glaube immer noch, dass wir genug Schub auf beiden Seiten eigentlich haben. Das dürfte schon... Ja, das dürfte schon passen. Dann sollten wir die aber auch innen hinbauen. Und zwar so. Okay, die Räume sehen jetzt noch ein bisschen ekelhaft aus. Machen wir die auch noch weg? Den hier noch weg. Kriege ich noch ein paar Korridore hin? Ja, ich kann mir noch ein paar Korridore leisten. Yay, mein Schiff nimmt langsam ein bisschen Züge an. Okay, wir haben sogar noch genug Kohle für eine weitere Large Cannon. Die können wir dann jetzt halt hier schon mal hinbauen. Und wir brauchen echt mehr Crew auf diesem Schiff, glaube ich. Aber alles der Reihe nach. So, hier einmal, noch einmal. Und dann hauen wir hier noch ein paar Crew-Leute hin. Moment, jetzt komme ich schon wieder in die Bredouille, wie ich diese Schiffe hier überhaupt vorhabe zu beladen. Also das sind die Stationen zum Aufladen. Okay, Moment, dann kommt hier der Walkway hin. So, dann gibt es hier einen, der in die Richtung geht. Der geht ja nach unten. Dann brauchen wir hier einen, der in diese Richtung geht. Oh Gott, das sieht irgendwie eigenartig aus. Also alle sollen dann hier schneller laufen, dann zurückgehen, wenn sie es aufgeladen haben und dann zurück in die jeweilige Richtung, wo sie müssen. Das heißt, hier dann wieder zurückbauen. Ich glaube, dafür müssen wir noch wieder mal ein bisschen warten, weil wir uns schon wieder die Ressourcen ausgegangen sind. Mann, ich brauche echt mehr Kohle. Okay, achso, die anderen Dinger haben noch keine Energie. Ja gut, das ist klar, wenn ich nur einen Energy Core da unten habe, bis die da mal die anderen Sachen hier mit Energie versorgt haben, ist Weihnachten, ne? Aber kommt noch. So, ganz vorsichtig jetzt halt hier dieses Ding in die Luft jagen. So, wir sehen schon. Wow, das Ding kann ja gar nichts. Das kann ja wirklich gar nichts. Wir jagen das in die Luft und danach den Core. Mission accomplished. Oh. Stopp. Du musst dich jetzt ein bisschen umpositionieren, bevor dein eigenes Schiff dich wieder... Oh Gott, nein! Hört auf zu schießen! Oh mein Gott! Wieso schießt mein eigenes Schiff sich immer selber ab? Das ist so unmobil, dieses Ding! Dreh dich doch um! Feuer! Feuer! Ja, endlich machen sie was Sinnvolles. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden ich schon wieder gerade bekommen habe. Also, Schaden haben wir ganz gut, aber das ist ein bisschen traurig. Was? Wir haben nur 200? Wow, wir haben ja doch gar keinen Schaden bekommen. Und ich dachte, der Laser von mir hätte mich gerade ganz gut gegrillt. Kann ich irgendwie Formationen hier einstellen? Feuer? Ja, Feuer brauchen wir nicht. Als ob hier irgendwo ein Feuer ausbricht. So Formationen festlegen, dass die immer in einem festgelegten Schema hier fliegen. Das wäre mal cool. Nee. Nicht Self-Destruct. Was sind das? Toggle Ship Interiors. Ja gut, wir wollen ja das Schiff drin sehen. Ansonsten sehen wir ja nur das da. Das finde ich ein bisschen lame. Ich glaube, mein Originalschiff ist irgendwie ein bisschen zu langsam. Was ich nicht ganz verstehen kann bei 4 Antrieben. Aber okay. Also ich dödel hier wirklich ein bisschen in der Gegend rum. So, Moment. Hier, das ist die Seite, mit der wir feuern wollen. Langsamer werden. Und jetzt hat du bekommst den Feuerbefehl auf, ja, eigentlich auf diese Seite des Schiffs, macht das da einfach mal kaputt. Und das richtige Schiff, damit wir hier auch mal fertig werden, kümmert sich, na, machen wir um die andere Seite des Schiffs. Ich glaube, das ist der sicherste Ansatz, wenn wir erst die Waffen mal wieder deaktivieren. Solange wir uns jetzt nicht gegenseitig abschießen, habe ich da ein gutes Gefühl. So, ich mache wieder ein bisschen langsamer, damit wir das hier genießen können, wie wir die Gegner zerlegen und hoffentlich deren Energiewaffen ausschalten, bevor meine Schilde kaputt sind, weil ein Schuss da drauf macht die fast schon kaputt. Oh, kriegt ihr die jetzt oder was? Wir gehen jetzt erst auf die Thrusters, ja, das ist jetzt nicht so schlau. Was soll der Schuss hier? Nein, ein böser Schuss.
Okay, wir haben gleich die eine Seite schon mal down, aber wir fressen ganz, ganz gut Schaden, weil das Schild schon kaputt ist. Na, wir hatten schon Schlimmeres, wir hatten schon Schlimmeres. Die paar Schüsse könnten jetzt schön... Kommt schon, ein bisschen schnell... Oh, voll daneben, aber volle Kanne daneben, schade. So, jetzt jagt das andere Schiff aber unabsichtlich hier deren Waffe in die Luft und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt können wir hochspeeden. Oh, wie sich's schön dreht, damit wir es jetzt treffen können. Wunderschön. Piu! Okay, das war jetzt gar nicht so schwer. Haben ein bisschen Schaden bekommen. Alles noch im grünen Bereich. Alles wirklich noch im grünen Bereich. So, wieder ab in den Build-Mode hier. Und wir bauen dann hier dasselbe Schiff. Wobei ich nicht weiß, ob wirklich zwei Factories reichen. Ach, die werden auch nicht genug mit Energie versorgt. Nice, also zwei Factories könnten reichen, aber die Energieversorgung reicht noch nicht. Aber ich will eigentlich more Factories. Ich will da wirklich niemals Probleme haben in diesem System. So, jetzt läuft die eine Seite schon mal. Und die andere Seite. Jetzt haben wir nämlich wirklich einen schönen Kreis, wie die Leute jetzt immer laufen können und immer gespeedet sind, egal wo sie hinwollen. Zumindest ist das der Plan. Dann, die drei Cannons müssen noch ein bisschen schneller nachgeladen werden. Heißt, ich hau hier noch einmal Quarters hin. Nee, ich glaube sogar zweimal wirklich. Ja, wisst ihr was, wir machen hier zweimal Quarters hin. Zur Beschleunigung hier überall noch Türen, auch wenn die Kohle kosten. Das ist es absolut wert. Und dann sind die hier soweit jetzt erstmal ausgerüstet. Und spannend wird es dann erst, wenn wir jetzt die Dinger mehr mit Energie versorgen müssen. Aber das schaffen wir auch dann wieder erst im nächsten Raum. Okay, ab zu mehr Kohle. Wo bekommen wir mehr Kohle? Meint ihr, wir können uns schon mal auf so ein Dreier-Schiff-Dingens trauen? Machen wir noch ein Zweier und dann trauen wir uns mal kurz in ein Dreiergebiet und gehen dann da höchstwahrscheinlich drauf. Aber wir haben es dann wenigstens probiert. So, beide ready. Natürlich auf mal 4 hier beschleunigen. Und schnappen wir uns das unten hier als erstes. Ich glaube, das ist das Einfachste. Speed up! Oh Gott, ihr seid so nah aneinander zusammen. Das gefällt mir gar nicht, meine eigenen Schiffe. Oh Gott, ihr steht schon wieder so kacke. Machen die das eigentlich mit Absicht? Ich glaube, ja. Was kann das gegnerische Schiff mich mit einer Standard-Cannon abschießen? Und dann gar nichts. Okay, da muss ich gar keinen Feuerbefehl geben. Das wird ja von alleine zerstört, ab da, wo mal ein bisschen das Schiff da ist. Kanone kaputt machen und das war's. So, das kann sich eh schon nicht mehr wehren. Sag mal, wieso steht ihr eigentlich immer parallel zueinander, Schiffis? Könntet ihr das bitte in Zukunft lassen? So, Freeloot. Boah, in Zukunft sind die vielleicht stark genug, dass jeder von denen ein eigenes Schiff handeln kann. Das wird mich voll schnell durch die Galaxis bringen. So, Zweiergeschwindigkeit. Muss ich überhaupt einen Feuerbefehl geben? Oh, tatsächlich. Die haben nämlich einiges. So, Waffen kaputt machen und dann das da. Oh Gott, jetzt schießt mein eigenes Schiff mich schon wieder ab. Jetzt, da! So gerade noch vorbeigeschossen, meine Fresse. Ich hätte dich gerne komplett anders positioniert. Kann ich das mal irgendwie hier festlegen? Du stellst dich immer hier auf die Seite und du greifst hier von vorne an. So, schneller, jetzt drehst du dich hier hin, damit ihr ja nicht miteinander fliegt, sondern mit Abstand zueinander. So, jetzt hat, Dankeschön. Endlich funktioniert das mal, auch wenn das andere jetzt später erst in den Fight kommt. Was, die haben nur Shieldbreaker? Das ist mir komplett Latte. Ja, das machen wir jetzt kaputt, ohne Schaden zu bekommen. Okay, fast ohne Schaden zu bekommen, weil wir kaputt daneben schießen. So, was macht mein anderes Schiff? Gar nichts, okay. Auch gut. Wieso ist meine Energieversorgung nicht gut genug? Meine Mittelversorgung steht nur nicht. Ja, weil die da langsam wie sonst was sind. Gut, ja, das habe ich fast erwartet, leider. Nein. Du greifst wieder von der Seite an. Speed mal 4, positionier dich so und runter speeden. Jetzt kann das Ding von unten schießen. Holt sich dann auch gleich hier den Scheiß irgendwie so. Und boah, das ist ein Scheißschiff, weil man irgendwie nichts fokussieren kann. Man müsste alles töten, ne? Aber man kommt nicht wirklich auf irgendwas drauf, weil hier sind auch lauter Armor-Dinge. Dementsprechend steckt das ganz gut Schaden weg, aber das kriegen wir schon hin. Kriegen wir alles hin. Oh, da jagen wir ein paar Raketen mitten in die Armor. Das bringt uns halt leider kaum vorwärts. Was ist mit dem anderen Schiff? Gib Gas! Oh, ich baue noch ein paar Thrusters irgendwann mal hin. Oh, die Schilde sind gleich kaputt. Oh, wir fressen gut Schaden.
Also, schlecht Schaden, aber ja. Nun ja, Auslegungssache. Aber wir könnten den einen Reaktor-Core jetzt schon zerstören mit dem Schiff. Nein, mit dem Schiff, meinte ich. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Feuert, feuert, feuert auf den Reaktor-Core. Mach den Kern schon mal kaputt. Oh Gott, ich fress so viel Schaden. Hau den Kern weg. Wenn der erste Kern schon mal weg ist, dürfte es ein bisschen angenehmer werden, ne? Weil der dürfte jetzt ja gleich hier alles sprengen. Okay. Bei mir, oh Gott, da ist auch schon ein bisschen was kaputt. Au, da schießen sie weiter drauf. Nicht gut. Oh, oh je, oh je, oh je. Feuer, feuert auf den Scheißkern. Und wo ist mein anderes Schiff? Macht ihr auch irgendwas? Mir egal was, Feuer frei. Ah, unnötig. Also das zweite Schiff funktioniert mal noch gar nicht. Sehr erbärmlich. Wie der Gegner sich jetzt versucht umzudrehen. Oh Gott, wir haben aber auf unserem Main-Schiff viel zu wenig Munitionsversorgung. Wir laufen hier immer out of ammo. Oh, da gehen ein paar Schüsse gut durch. So, jetzt dürften die ersten Schüsse gleich diese Armor hier zerlegt haben. Die andere Armor noch und dann sind wir eh schon am Chor. Na, da gehen schon die ersten Schüsse gezielt in den Chor. Und... Wo bleibt das Kapau? Hilfe, mein Kapau! Jetzt geht doch genau dieses Geräusch. So, ich will gar nicht wissen, wie viel ich jetzt für die Reparatur zahlen muss. 12.000! Wow, der Fight hat mich gerade fast mehr gekostet, als er mir gegeben hat. Das ist echt hart. Okay, hier wird weiter fleißig nachgeladen. Dann bauen wir jetzt halt hier endlich mehr Cannons. Und noch mehr Cannons und Antriebe, weil mir reicht es jetzt halt. Mir reicht es, Leute. Hier noch ein Antrieb, hier noch ein Antrieb, hier noch ein Antrieb, hier noch ein Antrieb. Dann Energieversorgung. Hier noch ein Reaktor. Storage Room, Storage Room, Storage Room, Storage Room. Crew hier unten, die sich nur um die Befüllung von dem anderen Zeug hier kümmern kann. So, jetzt haben wir hier endlich mal ein bisschen angenehmer. Was ist denn das hier? FTL Drive Efficiency. Oh, ich glaube, wir brauchen bald bei dem Schiff auch einen zweiten FTL Drive. Aber dafür haben wir noch keine Kohle. Ich kann mir noch nicht mal meine Upgrades für die Waffen kaufen. Also, dass jetzt wir hier auch diese Seite mit Munition versorgen können. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht sollten wir noch einen Run hier warten, bevor wir jetzt halt auf ein größeres gehen. Na, wisst ihr was, wir machen noch einen Dreier. Oder ein Zweier. Oder traue ich mich wirklich mal an einen Dreier? Na, wir können ja mal dran schauen, was passiert. Kann auch nicht so schlimm sein, oder? Ich meine, die werden ein bisschen stärker sein und das war's. Solange die nicht zusammen jetzt alle kämpfen, ist es okay. Wupp, 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 wupp. Dann holen wir uns gleich den da oben. Moment, Moment, stopp, 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 stopp. Das müssen wir ein bisschen besser timen. Die sind jetzt nämlich gerade schon so nahe. Dich stellen wir hier auf und du stellst dich so auf, dass du feuern kannst. Positionieren wir uns jetzt schon mal richtig? Oh, jetzt sind meine Seitentriebwerke und meine Fronttriebwerke kommen nicht mal annähernd mit. Oh Gott, oh Gott. Shit, shit, shit. Gib Gas, flieg kurz in die Richtung. So, der erste. Mein eines Schiff bekommt jetzt halt schon mal Feuerbefehl. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Wie habe ich geplant, das zu zerstören? Ich werde so viel Schaden nehmen, das ist nicht mehr gut. Hier, wir müssen da einfach der Reihe nach durchbrechen. Vielleicht, wenn das Schiff jetzt dann gleich Gas gibt, ein bisschen abhaut. Komm schon, gib Gas, bevor du abgefeuert wirst. Yes, 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 yes. Stopp, das ist ein bisschen zu schnell. Und jetzt kann es umdrehen und kann dann hoffentlich ein bisschen beim Feuern unterstützen. So, Moment, gehen wir mal auf halbe Geschwindigkeit, weil... Oh Gott, meine ganzen Schilde sind schon down. Dreh schneller um und feuer endlich mit. Oh, wenigstens sind wir hier gleich durch die ersten Iron Beams durch. Das reduziert den Schaden, den wir bekommen, schon gewaltig. Ich glaube, bei mir brennt es wahrscheinlich schon überall in der Base, oder? Oh, da fliegen endlich die ersten sinnvollen Schüsse von dem anderen Schiff. Nice. Was? Oh, alle aufs Schild. Aber gut, das Schild hier unten dürfte dafür gleich durch sein, oder? Yes. So, jetzt können wir hier ein bisschen draufhauen. Gleich ist deren Verteidigung erledigt und dann auf die Reaktoren. Ich meine, wenn wir tatsächlich einen einzigen Reaktor von diesen Dingern in die Luft jagen, könnten wir hier gezielt alles sprengen. Weil die sind so nah aneinander, die Reaktoren, dass wenn wir den hier gleich erwischen, mit den ganzen Salven, sprengen wir hoffentlich alles. Oh, da ist der hintere schon mal explodiert und jetzt hat... Oh, wow. 87.000. Okay, wie viel Schaden haben wir bekommen? Was? So wenig?
Boah, hat sich das gelohnt. Also das hat sich mal sowas von gelohnt. Auch wenn dieses Schiff irgendwie in der Konzeptphase stecken geblieben ist, weil das kommt irgendwie niemals über die Konzeptphase raus. Zumindest sieht es gerade so aus. Und jetzt können wir hier nochmal upgraden. Und zwar, wir brauchen Elektrobolts. Das habe ich gerade leider gemerkt. Ohne die Elektrobolts kommen wir nicht durch deren Schilder durch. Deswegen bauen wir die jetzt halt hier an der Seite noch. Dann könnten wir auch fast an der Seite nochmal Schilder bauen, oder? Also hier so schön, dass sich die Schilder dann überschneiden. No Crew Access. Ja gut, dann bauen wir das eins weiter hinten hin. Genau so. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Schilder, die sich überschneiden. Und Armor. Kann ich hier Armor hinbauen? Nein, 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 das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, da dürfen wir keine Armor hinbauen. Das hätten wir ein bisschen besser konzipieren müssen für Armor. Okay, ich glaube, wir brauchen auf Dauer noch ein Schiff. So, dann brauchen wir hier jetzt halt Ammo Factories, damit wir das hier zum Laufen bekommen, das System. Wo machen wir jetzt die Eingänge? Ich glaube, oben und an der Seite sind die effektivsten Wege. Nee, Moment. Shit. Das waren auf alle Fälle nicht die effektivsten Wege. So rum. Man muss hier nicht von einer Factory zur anderen, sondern wir brauchen die Türen an der Seite hier. Ammo Storage, Ammo Storage, Ammo Storage. Dann haben wir hier alles, brauchen aber noch vielleicht ein bisschen Energie dann hier und hier. Holen uns noch Ammo Storage dahin. Einmal Leute hier und dann können wir gleich den Rest, also hier ausfüllen mal mit Korridoren. So, damit das Schiff langsam mal Züge annimmt und nicht so halbfertig aussieht. Okay, ein größeres Schiff müssen wir noch zerstören. Aber ich glaube, langsam hat das Schiff einiges an Feuer... Ich glaube, es hat nicht einiges an Feuerkraft. Ich glaube, das Schiff ist einfach nur kacke konzipiert, kacke gebaut und kacke alles. Aber gut. So, langsamer, sodass wir wieder hier in die Konzeptphase hier rein können. Ihr stellt euch hier hin und mein anderes Schiff stellt sich hier hin. So. Jetzt könnt ihr ganz langsam mal vorrücken. Die Gegner dürften uns gleich sehen. So, jetzt dürfen wir gleich im Zugriffsraum sein. So, perfekt. Okay. Wow, und das... Wie viel ist das Schiff wert? 40.000, okay. Wir haben das teuerste Schiff am Anfang zerlegt. Ich dachte mir schon, das ist jetzt halt auch so viel wert wie das erste. So, Schild kaputt machen, das kaputt machen, das kaputt machen, Reactor Core kaputt machen. Wenn der kaputt ist, geht ja gleich auf den zweiten Core. Das ist mir jetzt Latte. Wir hauen da einfach volle Kanne durch. Und ihr schießt gleich voll auf den Reactor Core. Das dürfte eigentlich echt funktionieren. Wirklich viel Waffen haben die nicht, dass das problematisch werden dürfte. Oh mein Gott, da kommen ein paar Raketen. Die habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt vielleicht. Ah, oh, gut, mein Schildgenerator hat es abgewehrt. Das ist nice. So, deren Schildgenerator blockt zwar auch ein bisschen was, aber gar nicht so viel. Oh, 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 jetzt fliegen meine eigenen Schüsse hier dann wahrscheinlich gleich auf mich. Oh, das sieht so schön aus, wenn hier die ganzen Kanonen hier immer in der Gegend rumfliegen und fast permanent feuern können. Moment, ihr könntet doch einfach mal auf den hinteren Energiedingens feuern. Ihr steht gerade viel besser dafür. Und jetzt arbeitet euch einfach von beiden Seiten durch dieses Schiff durch. Oh, diese Zerstörungskraft. Wunderschön. Und ein Schuss noch. Yeah. Schon wieder 40.000 bekommen. Nice. So, kurz beschleunigen, damit wir wieder in die Bauphase rein können. Bisschen Schaden haben wir gekriegt, aber gar nicht so viel. Und jetzt sieht das Schiff hier endlich nach was aus. Nicht nach was Gutem, aber es sieht nach was aus. So, wie kriege ich jetzt noch mehr Waffen hier drauf? In die Breite gehen oder... Ja, wobei, wie will ich es denn sonst machen, außer wirklich in die Breite gehen? Irgendwie ist das kacke gebaut. Ich könnte mal einen von diesen Sensorräumen hier drauf bauen, auch wenn der echt schief gehen oder wahrscheinlich eher kacke ist, aber ich will einen Sensorraum. So, ich habe mich entschieden, Yukai will einen Sensorraum, also bekommt Yukai einen Sensorraum. Dann bekomme ich noch hier einmal Storage, hier einmal Storage. Leute, haben wir genug? Die Waffenproduktion sollte auch eigentlich wirklich okay sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir immer noch hier in Waffenprobleme kommen. Hier vielleicht mal Bunkbeds, damit wir hier immer noch mal zwei Leute in der Gegend haben. Und dann ist dieses Schiff auch schon kacke und fertig. Perfekt. Also das lief jetzt mal nicht mal annähernd so, wie ich mir das vorgestellt hatte, dieses Schiff.
Aber okay, das war jetzt das zweite Testschiff. Jetzt haben wir zwei Testschiffe schon mal. Das ist super, oder? So, wow, dieser Sensor-Upgrade-Dingens ist ja voll OP. Schaut euch mal an, was ich jetzt hier schon sehen kann, wie weit. Moment, ich hoffe, die Gegner sehen mich jetzt aber noch nicht so früh, weil sonst kommt es nur noch zu mehr Kämpfen. Moment, hier, ihr positioniert euch hier, ihr stellt euch dahin. Die fliegen nämlich gerade direkt auf mich zu. Ja, ja, bisschen näher noch, bisschen näher noch. Ha, perfekt. Und wir können den Angriffsbefehl geben. Was bist denn du? 40.000 bist du wert. So ein Scheiß ist 40.000 wert. Okay, wir fokussen gleich den Reaktor-Scheiß drauf. Das Ding kann ja gar nichts. Reaktor fokussen und das ist GG. So, einfache Geschwindigkeit. Ich weiß nicht mal, womit mich dieses Ding hier angreifen will. Also es ist schnell und wendig, aber das ist ja kaputt, bevor es feuern kann, oder? Wow, es dreht sich einfach die ganze Zeit. Das ist natürlich eine sehr effektive Möglichkeit, meinen Schüssen hier zu dodgen. Aber das bringt dich auch nicht vorwärts. Wow, das war jetzt das echt sinnloseste Schiff mit Abstand, das ich jemals hatte als Gegner hier. So, euch beide jetzt hier und hier positionieren. Bisschen weiter hinten und langsamer wird. Na, ist mein Sensor, glaube ich, gerade ausgefallen. Ja, jetzt ist die Energie vom Sensor mittendrin ausgegangen. Okay, das eine Schiff ballert auf diese Seite und das andere Schiff ballert auf diese Large Cannon. Wenn die weg ist, dürft's easy werden und danach schnappt euch. Eigentlich, was ihr kriegen könnt. Eigentlich ist es mir dann egal. So. Passt. Wenn die erste Waffenwelle von denen kaputt ist, wird's eh easy. So. Oh mein Gott! Ich habe gar nicht gesehen, dass die Kanonen haben. Was? Oh shit, die sind an der. Boah, ist das geil. So seitlich gebaut. Oh, scheiße. Moment. Ihr macht diese scheiß Kanonen hier weg. Oh mein Gott, Schaden. Autsch. Oh Gott, viel zu schnell. Ich krieg gar nichts mit. Ich kann mich ja so gar nicht wehren. Oh, das war viel Schaden. Nein, rammt euch doch nicht. Oh Gott, verteilt euch doch. So, aber jetzt jagen sie ganz gut Schaden auf den Chor. Dankeschön. Boah, das hat mich jetzt aber ziemlich... 50.000 Schaden? Nein. Wow, die Welle hat mich ja vollkommen erwischt. Oh, scheiße. Das darf mir kein zweites Mal passieren. Energie hier, Schilder dahin. Schilder dahin, das passiert mir nicht nochmal. Punkt aus, nach Definition. Einmal passiert sowas, das zweite Mal habe ich draus gelernt. Wieso hier keine Cannons jetzt mehr sind? Ich weiß nicht, wie das Verhältnis von Cannons zu Dingens ist. Das muss ich mir mal noch anschauen. Oh, Leute, ich überziehe mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Like und Abo da lassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Mal wiedersehen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und danke fürs Zusehen. Okay, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube, nö. Danke fürs Zusehen. Tschüss.